Warum ich über ein Jahr gebraucht habe, um mir dieses Boxset zu holen und ob es sich lohnt, seht ihr gleich. Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schon wieder ein Unboxing, aber macht mir irgendwie Spaß. Und zwar geht es heute um die große Shardé Boxset, also um das große Shardé Boxset This Far. Ja? Ich glaube, das ist schon seit gut einem Jahr auf dem Markt, kam raus, war mal verfügbar, war immer mal wieder nicht verfügbar. Und Folgendes gibt es dazu zu sagen. Also, in diesem Boxset sind die sechs aktuellen oder bisher verfügbaren Alben von Sade. Ja? Diamond Life, Promise, Stronger Than Pride, Love Deluxe, Lovers Rock und Soldier of Love. Jetzt ist es so, diese drei ersten Alben, ja, Diamond Life, Promise und Stronger Than Pride, sind super verfügbare Alben. Also nicht neu, sondern gebraucht. Also auf dem Gebrauchtmarkt bekommt ihr diese drei 80er Jahre Alben von Sade überall. Also die bekommt man wirklich gebraucht sehr gut, wenn ihr da Interesse dran habt. Und das Besondere daran ist, an dem ganzen Sade-Zeug, die Produktion davon, die klingen echt mega toll. Ja? Und jetzt war es so, dass ich auch schon lange als Sade-Fan die ersten drei Alben in tollen Versionen habe. Ja? Frühe Pressungen, alle drei Hammer-Sound. Und als Fan will man natürlich auch die komplette Kollektion haben. Das heißt auch diese drei neueren Alben. Ja? Das Problem ist, die Alben kamen damals raus, wurden, glaube ich, ein- oder zweimal auf Vinyl rausgebracht und dann nie wieder. Ja? Wir sprechen hier über diese drei Alben. Love Deluxe ist von 92, Lovers Rock von 2000 und Soldiers of Love von 2010. Ja? Also die kamen zwar damals auf LP raus, aber es gab keine Reissues bisher. Und das Problem war, wenn man diese drei letzten Alben wollte, musste man richtig tief in die Tasche greifen. Also selbst wenn du jetzt noch reinschaust, also bei Discogs, über 100 Euro, Dollar, weit drüber, kostet so eine Pressung. Ja? Also unmöglich. Das heißt, dieses Boxset lohnt sich alleine schon, wenn man diese drei Alben will. Ja? Das Boxset kostet offiziell, glaube ich, 170 Euro. Wenn ich das durch sechs Alben teile, hält sich es eigentlich in Grenzen. Ne? Ist natürlich auf einmal viel Geld, aber dadurch, dass sechs Alben sind, ist es eigentlich okay. Und ich habe irgendwie lange gezögert. Und ich sage euch auch, warum. Nicht, weil ich das Geld nicht für die Box ausgeben wollte, sondern weil ich immer dachte, Mensch, ich brauche eigentlich nur die drei letzten. Vielleicht ist die Box ein paar Monate auf dem Markt und dann bringen die Alben doch einzeln. Ja, Pustekuchen. Bis heute sind die Alben einzeln nicht zu kaufen. Und nachdem jetzt diese Woche ein Angebot von Amazon in Spanien kam, wo diese Box nur 118 Euro knapp gekostet hat, weiß jetzt gar nicht, ob was mit dem Black Friday zu tun hatte, habe ich gesagt, komm, jetzt schlag's dazu. Keine zwei Tage gedauert, zack, ist das Ding da. Und das machen wir jetzt mal zusammen auf. Ach so, übrigens, schaut mal auf meinem Kanal bei dem Reiter, bei dem Community-Tab-Reiter. Da habe ich auch was vor kurzem gepostet, dass ich ein Video mache, ein Q&A, Frage und Antwort. Wenn ihr Fragen an mich habt, bitte schreibt da mal eure Fragen drunter, dass ich da bald ein schönes Video machen kann. So, dann machen wir die Box mal auf. Schneide ich hier mal auf. So, ich habe das Ganze jetzt mal nur an der Seite hier aufgeschnitten, sodass man quasi den Shrink, der da drum ist, noch drum lassen kann. Ja, ist Geschmackssache. Ich mache das eigentlich ganz gerne. Ich ziehe den mal hierzu zum Teil ab und muss sagen, ja, sehr schön. Das habe ich vorher gar nicht so wahrgenommen, als ich das nur Fotos gesehen habe. Das ist so ein bisschen Textur drauf, ja? Also es ist nicht glatt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da ist so eine schöne Textur drauf und das Shardé This Far ist hier so ein bisschen eingraviert, eingelassen, schwarz. Also wirkt sehr hochwertig, das Ganze. Hier hinten ist allerdings ein Papiereinschub drin. Ja, seht ihr, wo die Alben drauf abgebildet sind. Ja? So, dann wollen wir mal die Alben nach und nach hier rausnehmen, um mal so einen ersten Eindruck zu bekommen. Ja? Hier haben wir als erstes Diamond Life. Ja? Guck mal gerade. Ja.
würde sagen, Qualität des Covers so mittel, also nicht schlecht, das Gatefold, aber auch nicht extrem hochwertig. Das jetzt mal hier mit der frühen Originalpressung vergleiche, ja, nee, die war auch nicht besser, sage ich euch ganz ehrlich, die sind auf einem Level. Wenn ich mir das so angucke hier von der Qualität her, doch vom Foto her, ist schön auflösend, dass das passt, ja. Und zeige ich euch noch mal das Vinyl. Ja. Da verstehe ich es wieder nicht. Bei so einem Boxset keine gefütterten Innenhüllen. Da könnte ich gerade schon wieder aus der Hose springen. Ganz ehrlich, ja, sieht so auf den ersten Blick ganz gut aus. Ich nehme das jetzt auch nicht raus. Ich reiße die später in Ruhe auf und pell die Platte da raus. Ich will die noch nicht einmal da durchziehen, weil da sind direkt schon oberflächliche Kratzer drauf. Das kommt für mich nicht in Frage. Ja? So, das war das Album Nummer 1. Dann Album Nummer 2. Promise. Ja, sieht so aus. Ja, würde ich sagen, das gleiche. Nicht dünn, nicht dick, so mittlere Qualität. Hier noch ein bisschen Glanz drauf. Geht auf jeden Fall besser, aber auch schlechter. Ist okay. Das gleiche ungefütterte Hülle. Schade. Weiter geht's mit Album Nummer 3, Stronger Than Pride. Und das ist kein Gatefold, das ist eine einfache Hülle. Und ich finde aber hier vom Foto her und so vom Cover sieht irgendwie am besten aus. Ich guck mal, wie meine frühe Pressung hier war. Ja, nee, die war sogar noch ein bisschen schlappriger. Da würde ich die sogar vorziehen. Eigentlich ganz gut. Brauchen ja nicht zu schauen, die sind wahrscheinlich alle. Ah ja, gut, da ist sogar ein bedrucktes Inner drin. Ja, natürlich das gleiche Problem hier ungefüttert. Aua. So, und jetzt kommen wir zu den Alben, die schwieriger zu bekommen sind, zu den neueren Alben. Ja, als erstes Love Deluxe. Hier ein mattes Cover, finde ich, sieht sehr cool aus. Matt und ein bisschen Textur. Also sie da drauf ist sogar so ein bisschen abgesetzt davon. Gefällt mir sehr gut. Ja, auch ein bedrucktes Inner Sleeve, ungefüttert. Als nächstes Sade Lovers Rock. Auch diese mittlere Qualität. Auch ein bisschen matt und mit Textur. Sieht ganz schön aus. Jawohl. Auch bedruckt. Ja. Und als letztes das 2010er Album Soldier of Love. Hier wieder ein Gatefold. Fühlt sich fast ein bisschen besser an wie die anderen Gatefolds. Aber ist, glaube ich, auch nur, weil es so ein bisschen matt und Textur hat. Wirkt auf jeden Fall sehr stabil, das Ganze, finde ich. Ja. Also gefällt mir jetzt die und die Love Deluxe fast am besten, so vom Feeling her, vom Anfassen her. Nochmal hier in. Und hier, ja, auch nochmal bedrucktes Inner Sleeve. Genau. Also wir werden es jetzt natürlich so machen. Ich werde die Platten jetzt hier befreien, waschen, in ordentliche Innenhüllen machen und auch mal unbedingt den Klangvergleich machen. Ja? Ich möchte natürlich wissen, wie klingen diese remasterten Neuauflagen der ersten drei Alben gegen meine frühen Pressungen, die ich ja extrem abfeiere. Ja? Also diese drei frühen Pressungen der Sade-Alben klingen absolut irrer Wahnsinn. Das ist Hi-Fi-Vorführmusik, finde ich, absolut irre. Ich hoffe, dass die Reissues da mithalten können. Und besonders gespannt bin ich natürlich auf die drei Alben, die ich vorher noch nicht hatte, weil sie so schwer zu bekommen sind. Ja? Wie klingen die denn? Ja? Also ich habe schon gehört, dass die klanglich gut sein sollen, dass die vor allem auch besser klingen sollen wie das digitale Material, was davon verfügbar ist. Da bin ich schon sehr gespannt. Und ja, das Video geht jetzt für euch gleich weiter mit dem Klangbericht. So, hier bin ich wieder. Ich hatte jetzt ausgiebig Zeit, in die Platten reinzuhören. Und wir beginnen mit Stronger Than Pride. Ja?
Hier meine frühe Pressung und hier die Reissue aus der Box. Also, ich habe mir hier Notizen gemacht, denn es ist relativ ausführlich das Ganze. Und zwar, hier ist es sehr deutlich. Also, die Neuausgabe hat keine Chance gegen meine frühe Pressung. Was nicht heißen soll, dass die schlecht ist. Die ist trotzdem gut hörbar. Aber meine frühe Pressung hat deutlich mehr Dynamik, eine viel tiefere Darstellung. Die Stimme macht eher Gänsehaut. Ja? Also da kommt einfach allgemein mehr rüber. Und man muss sagen, ich habe das Gefühl, dass hier bei der neuen, bei der Reissue, die Stimme nicht 100%ig mittig ist. Ja? Und hier feilgenau aus der Mitte. Also da, das ist etwas verwunderlich, ja. So. Dann kommen wir zu dem Album Diamond Live. Hier wieder meine Frühpressung und hier die Reissue. Grundsätzlich hier dasselbe. Meine frühe Pressung deutlich besser. Ich habe mir hier aufgeschrieben, das Einzige, was kräftiger ist bei der Reissue, ist vielleicht der Bass, dass die ein bisschen kräftiger ist allgemein vom Bass. Aber ansonsten Gefühl, Tiefe, Darstellung, Gänsehautgefühl beim Gesang bei meiner frühen Pressung viel besser, muss ich wirklich sagen. Also das ist eindeutig. Und hier ist es mit der Mittigkeit von den Stimmen eigentlich relativ ähnlich. Also da ist mir es nicht so stark aufgefallen. So, und als nächstes Promise. Ja, auch hier wieder. Frühe Pressung, Reissue. Das Gleiche. Ja. Und hier auch wieder die Stimme von der Reissue minimal aus der Mitte raus, so ein bisschen links. Also haltet mich für bekloppt, aber es ist wirklich eindeutig. Und lege ich die auf, die Stimme genau in der Mitte, auch das Gleiche. Die Stimme holt mich bei der frühen Pressung viel mehr ab. Einfach. Ich kann es nicht anders sagen, es ist viel mehr Gefühl drin. Ja? Das beschreibt es vielleicht am besten. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, diese drei ersten Alben, die habe ich jetzt zwar als Reissue, klar, weil ich mir die Box geholt habe, aber die werden bei mir nicht laufen. Ja? Wenn ich diese drei ersten Alben hören will, werde ich immer wieder zu meinen frühen Pressungen greifen. Ja? Allgemein, die Pressungen sind ganz sauber. Klar, musste man waschen. Aber ansonsten relativ plan und keine Probleme damit. Und ich würde jetzt auch sagen, ich konnte jetzt natürlich hier den Vergleich machen bei den ersten drei Alben und ich habe jetzt natürlich auch auf die Feinheiten geachtet. Wenn jemand die alten Versionen noch nicht gehört hat und sich diese Box kauft und diese ersten drei Alben hört, wird er sehr wahrscheinlich damit zufrieden sein. Ja? Also das ist weit entfernt von schlecht, ja? Nicht falsch verstehen. Die klingen auch gut, aber wie gesagt, gegen diese frühen keine Chance. So, und dann kommen wir natürlich noch zu den drei Alben, die ich noch nicht hatte, weil die, wie erwähnt, vorher nie zu bekommen waren. Das sind die drei Alben. Nun kannte ich natürlich vorher die Musik auch schon, muss euch aber ganz klar sagen, dadurch, die jetzt auf Vinyl zu haben, ist das nochmal eine Neuentdeckung. Das ist einfach so. Wenn man auf seinem Setup eine Platte hört, auch von einem Album, das man vorher digital gekannt hat, dann ist das nochmal ein anderes Erlebnis. Und ich habe jetzt auch hier schon wieder für mich neue Sachen entdeckt. Also das schon mal super. Ja? Und ja, ich habe jetzt natürlich keinen Vergleich. Ja? Aber ich habe Folgendes aufgeschrieben. Also bei Lovers Rock, ja, habe ich aufgeschrieben, ihr auch wieder, die Tendenz der Stimme minimal aus der Mitte raus nach links. Scheint also fast ein Problem der kompletten Reihe zu sein. Ist jetzt nicht extrem. Und wenn man jetzt nicht seine Anlage 100% im Stereo-Dreieck ausgerichtet hat, dann wird einem das auch nicht stören oder auffallen. Ja? Bei Love Deluxe, sorry, bei Love Deluxe ist es etwas besser. Ja? Da spüre ich die Tendenz auch, dass die Stimme nicht in der Mitte ist, aber es ist sehr dezent. Also das passt fast. Ja? Dann haben wir noch das letzt erschienene Album aus 2010, auch das modernste Album logischerweise, auch von der Aufnahme her. Würde ich sagen, hat von allen den kräftigsten Sound. Und ich weiß es auch nicht, ich kann es eben nicht anders beschreiben. Es ist ein kräftiger digitaler Sound. So kann ich es einfach mal beschreiben. Ja?
Aber ich bin natürlich trotzdem mit diesen drei zufrieden. Wie gesagt, um Gottes Willen, die Qualität ist sehr gut hörbar. Und nur wenn man den direkten Vergleich hat, merkt man es dann. Ja? Und ich sage ganz klar, wer diese Alben will, sollte hier zuschlagen. Denn über 300 € zu bezahlen für irgendwelche frühen Pressungen von diesen seltenen Alben macht für mich wirklich keinen Sinn. Und die machen so auch Spaß zum Hören. Ja? So, ich hoffe, ich konnte das einigermaßen gut erklären. Es ist oft nicht so leicht, die richtigen Worte zu finden. Wenn ihr noch Fragen habt zu der Box oder zu der Pressung, bitte damit runter in die Kommentare. Ja, schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Video. Bis dann.